Hallihallo, heute gibt es mal ein Video zu einer Low-Dose DXM-Erfahrung, die ich gemacht habe. DXM ist eines der meist requesteten Videothemen und da dachte ich mir, komme ich heute mal diesen Requests nach. Ich saß eines Tages mit einer sehr starken Erkältung zu Hause. Im Erkältungspaket war auch sehr starker Husten enthalten. Da ich sowieso vorhatte, demnächst DXM zu nehmen, hatte ich das Zeug schon auf Lager. Zum einen hier so als Lutschpastillenform. Und dann hatte ich auch noch so normale Pillen am Start. In diesen Lutschpastillen sind 10,5 Milligramm Dextromethorphan. Und bei den anderen Pillen zum Runterschlucken, da sind 30 Milligramm Dextromethorphan enthalten. Da ich die Teile sowieso schon zu Hause hatte und sehr starken Husten zu dem Zeitpunkt hatte, dachte ich mir, ja, mache ich mal so einen kleinen Vortest und gönne mir ein bisschen was von diesen Pillchen und dann kann ich so schauen, in welche Richtung das Ganze so geht. Da ich krank war, habe ich mich da wirklich sehr vorsichtig rangetastet. Ich habe immer eine Pastille genommen und die gelutscht und dann, wenn sie zu Ende gelutscht war, dann die nächste genommen. Also immer so, würde ich sagen, im 10 bis 20 Minuten Takt immer eine neue genommen. Nach 5 oder 6 von diesen 10,5 Milligramm Pillchen fing ich dann an, die ersten Wirkungen zu verspüren. Ich war sehr euphorisiert, musste viel lachen. Generell muss ich sagen, es war wirklich sehr ähnlich zu Alkohol. Das Zeug unterdrückte auch meine Krankheitssymptome, alle Symptome bis auf das Husten. Also gegen das Husten hat das Zeug wirklich nichts gebracht. Aber bevor ich die Teile genommen hatte, war ich wirklich sehr K.O. und bin so im Bett gelegen, so, oh mein Gott, tötet mich bitte, ich bin so krank. Und dann später, als ich die Teile dann intus hatte, war ich so wieder ein bisschen gut gelaunt und habe dann, glaube ich, auch auf Twitch einen Livestream gemacht. Es gibt ja bei DXM so unterschiedliche Plateaus. Und weil es mir im ersten Plateau so gut gefallen hat, wollte ich mal ins zweite aufsteigen. Irgendwann hatte ich dann 8 oder 9 von diesen 10 Milligramm Teilen und 2 oder 3 von diesen 30 Milligramm Teilen intus. Inzwischen war meine Koordination ebenfalls sehr gut mit einem Betrunkenheitszustand zu vergleichen. Oft stolperte ich ein bisschen oder wenn ich nach etwas griff, war der Griff nicht so gezielt. Von der Dosis, die ich zu dem Zeitpunkt insgesamt intus hatte, müsste ich eigentlich schon bei Plateau 2 angelangt sein. Aber dadurch, dass ich immer so nach und nach nachgelegt habe, habe ich das Plateau 1 nicht überschritten. Ich muss mich nochmal korrigieren, ich lese hier gerade, was die unterschiedlichen Plateaus sind. Und hier steht, dass das zweite Plateau ähnlich wie ein Cannabis- oder Lachgas Rausch ist. Also war ich mit Sicherheit schon im zweiten Plateau, aber aufgrund der Koordinationsschwierigkeiten und ich glaube, ich habe auch teilweise ein bisschen gelallt, hätte ich die Wirkung eher mit Alkohol verglichen als mit Cannabis. Ein Kumpel von mir hat an dem Tag Geburtstag gefeiert. Eigentlich hatte ich vorgehabt, nicht hinzugehen, weil ich in der Früh sehr matt war, aber wegen meinem DXM-Rausch machte ich mich dann doch auf den Weg zu meinem Kumpel. Und ich packte auch jede Menge DXM-Tabletten ein, weil ich noch vorhatte, das nächste Plateau zu erreichen. Ich machte Musik an meinem Handy an und war dann gefühlt in so meiner eigenen Blase. Ich war voll in meiner Welt und meiner Musik drin und habe mich sehr abgeschottet gefühlt zu allem, was mehr als 2 Meter Entfernung von mir hatte. Als ich noch so circa 10 Minuten von meinem Zielbahnhof entfernt war, nahm der Rausch eine Wende. Und zwar hatte ich mal wieder plötzlich voll die Panikattacke. Die ganze Story ist schon mehr als ein Jahr her, also zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht zu 100% sicher, ob diese Symptome wirklich eine Panikattacke waren. Es waren sehr viele Menschen in der S-Bahn und ich wollte nicht wie der verrückte Typ wirken und dann so da sitzen so, oh mein Gott, hey, komm, mir helfen, oh, ich brech gleich zusammen. Weshalb ich mit aller Kraft versuchte, cool zu bleiben und mir nichts anmerken zu lassen. Im Nachhinein ziemlich unterhaltsam, weil das so ein krasser Kontrast war. Ich saß also relativ emotions- und bewegungslos da, während ich innerlich einfach viel zu krass am Toben war. Das Ganze kann man sich ungefähr so vorstellen. Ah, oh nein, ich hab's zu viel genommen. Ich sterbe, ich hab einen Kreislaufzusammenbruch. Oh nein, ich fall nicht um. Ah, ich muss cool bleiben. Ich muss cool bleiben. Kann man aufsehen? Oh mein Gott, mir geht's so schlecht. Nein, Scheiße, ich kack so ab. Nein! Weil ich innerlich so am Abgehen war und trotzdem äußerlich cool erscheinen wollte, war ich mir nicht ganz so sicher, ob das überhaupt klappt. Also nahm ich so mein Handy raus und schaute mir mein Gesicht so mit der Frontkamera an. Und da war ich von mir selbst ein bisschen beeindruckt, dass ich es geschafft habe, bei so einem geistigen Zustand noch so einen sorgenlosen Blick hinzubekommen. Ich habe dann auch auf Filmen gedrückt und hier seht ihr die Aufnahmen, die ich gemacht habe in der U-Bahn. Und seine Rolle
Am Zielbahnhof wurde ich dann von meiner Freundin abgeholt und da war ich dann wieder schon einigermaßen beruhigt. Ich habe mich dann noch immer leicht berauscht gefühlt, doch ab hier wurde der Rausch immer schwächer. Und als der Rausch dann komplett abgeklungen war, nach so 3-4 Stunden, bemerkte ich auch, dass ich quasi durch das DXM nur die Krankheitssymptome überdeckt hatte, aber eigentlich noch ziemlich krank war. Denn gesundheitlich fühlte ich mich dann wieder so scheiße wie an dem Morgen, als ich aufgewacht war. Das Ganze hat meinem Immunsystem auch bestimmt nicht gut getan. Ich war danach noch 3 Tage krank. Mein damaliger Arbeitgeber wollte dann am ersten Tag schon einen Attest haben, aber ich war so fertig, dass ich erst am zweiten Tag einen Attest geholt habe, was halt dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich gefeuert wurde. Okay, aber das ist eine andere Geschichte, das war noch ein bisschen komplizierter. Also macht so eine Scheiße auf keinen Fall, wenn ihr krank seid. Ich muss sagen, ich habe in nächster Zeit nicht Lust auf eine krassere DXM-Erfahrung und das liegt nicht daran, dass ich während des Rausches eine Panikattacke hatte. Die Begründung ist wahrscheinlich nicht wirklich rational, aber ich komme mir einfach sehr komisch vor, wenn ich für eine Berauschung mehrere Pillen essen muss. Dass man so ein normales Medikament krass überdosiert, hat irgendwas, was mir nicht ganz geheuer ist. Da könnte man jetzt zu mir sagen, aber Simon, was wäre, wenn es legale Pillen geben würde, in denen 10 Milligramm MDMA enthalten wäre? Ja, das würde ich auch komisch finden. Ich will da lieber eine halbe oder eine ganze Pille einfach. Deswegen wird meine nächste dissoziative Erfahrung eher in Richtung Ketamin gehen, als dass ich mir da 8 DXM-Pillen auf einmal reinhaue. Ich werde ja sehr oft gefragt, ob ich irgendwas zu DXM machen kann. Aber die meisten, die mich das fragen, sind irgendwelche Jugendlichen, die viel zu jung für Drogen sind. Jo, Simon, probier doch mal DXM, das kann man sich legal in der Apotheke ohne Probleme kaufen. Und diese jungen Menschen haben da auch noch den völlig falschen Irrglauben, dass da nicht so viel passieren kann, weil es ja legal ist. Es gibt eigentlich keine andere Droge, wo ich so viele Nachrichten bekomme von jungen Zuschauern, die sich da überschätzt haben und zu viel genommen haben, wo das Ganze dann in einen sehr schlimmen Trip für sie ausgeartet ist. DXM kann einem auch wirklich krasse Scheiße hinzufügen, aber dazu sage ich mehr in einem separaten Infovideo über die Droge. Ich habe das bestimmt schon 1000 Mal gesagt, aber macht so eine Scheiße frühestens, wenn ihr 18 seid. Gebt dem Video 5 Sterne, wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, abonniert diesen Kabal.